Wo bleiben die anderen? Ja. So. Ich hab jetzt mal... wirklich jetzt tot, hoffe ich mal, ne? So, meine Güte. Ich will noch nicht sterben. Ich bin viel zu jung zum Sterben. So, und weiter geht's. Jetzt müssen wir hier hoch. Scheiße, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Ja, wo bist du? So. War's das jetzt? Wir nehmen es mal vorsichtshalber mit. Nehmen wir uns auch mit. So, schau mal hier. Oh, das sieht gut aus. Das heißt, wir haben es geschafft. Hui! Das Ganze ohne Hammerhead. Ich bin stolz auf mich. So. Das nehmen wir jetzt wieder mit, das Minikit. Schusssichere Weste haben wir nicht mehr. Und dann schauen wir mal, wo der Gegner ist. Diesmal habe ich auch nicht mal die Gasflaschen kaputt gemacht. So, Stunde werden mitgenommen. Und so weiter und so fort. Gehen wir jetzt da oben lang. Machen wir mal Licht an. Sehen wir hier was Besonderes? Ne. Ah, eine schüssige Weste sind wir. Yo! Was war denn das hier gerade? Irgendwo stand doch gerade irgendwas mit E. Dann egal. Vielleicht war das hier Sturmgewehr mitnehmen. Naja. Statt einfach zu sterben, müssen die immer sich noch beschweren vorher. Echt schlimm mit denen. So. Und tot ist er. Halt doch die Schnauze, Mensch, dieser Wanneck. Cool, hier habe ich wieder Munition ohne Ende. Sturmgewehr ist auch voll. Alles voll. Wahrscheinlich ist die hier auch schon wieder auch voll, die Hammerhead. Dann benutzen wir einfach mal die Hammerhead und alles. Noch mehr Sturmgewehre und weiter geht's hier. So, da hinten ist noch was. Versuchen wir mal zu treffen. So, und schauen wir mal, wie es weitergeht. Wo
Wo haben wir den denn? Hier, guck mal da, voll mitten. Voll ins Auge, geil. Und den? Ach, jetzt sind die verschwunden, schade. Und was macht der hier? Der macht Reinigungsarbeiten. Die arme Sau. Muss einfach Reinigungsarbeit machen. Aber wir nehmen den nächsten Hinweis. Empfehlungen. Bericht Projekt Origin. Eingereicht von Harland Weed. Ergebnis. Proben von Prototypen, die in Virtu wuchsen, zeigen erhebliche größere psychische Fähigkeiten als die Testobjekte aus künstlichem Gewebe. Okay. Hypothese. Während das psychische Potenzial eindeutig eine genetische Komponente aufweist, legen die Befunde nahe, dass weiteres Potenzial während des Wachstumsprozesses angelegt wird. Schlussfolgerung, um die höchstmögliche Verbesserung, Vererbung psychischer Potenz zu gewährleisten, sollten die Prototypen vom Testobjekt Alma Weed, Alter jetzt mittlerweile 14, ausgetragen werden. Ah. Das heißt, und deswegen heißt die Grundschule auch Weed-Grundschule, wenn ich das richtig verstehe, so langsam. Aber ist ja trotzdem ziemlich nett. Und hier geht's weiter. Ja, danke. Ich bin der Killermasch. So. Aha. Nein, aber du. Guck mal, der da hinten müsste einfrieren. Was denn? Sichere Computer. Aha, die ist jetzt bereit. Jetzt kann ich also da rein. Ja, na komm, mach. So, ich. Ach, der schweißt immer noch da hinten. Was macht er da eigentlich da hinten? Der ist doch schon so gut wie durch, so. So, und jetzt. Stirb. Stirb. Hallo? Ja, voll in die Eier. Jetzt komm. Stirb. Stirb. Stopp! Ja, komm, und. Ja, schön. Wie, die Tür ist jetzt offen. Also, ich hab's ja aufgemacht. Und er ist tot. Ha. Die Sau ist tot. Ha. Licht. Statt mir das Licht auszuknipsen, habe ich ihn das Licht ausgeknipst. Ha! Ah, und hier war wahrscheinlich unser Kumpel, der geflohen ist. So, und. Ja, das ist er. Nehmen wir mal das. Sie halten ja eh nichts aus. Gerade mitten im Sperrung. Welche Sperrung? Welche Sperrung? Scheiße, was passiert hier? Naja, gehen wir immer ein bisschen. Ah, guck mal, da Nahrung. Also, Zimmer sind jetzt frei. Die können ja überall sein. Überall können dieses Schweinchen sein.
Stirb! Meine Güte, komm. So. Die Tierchen können jetzt überall gucken. Ich will hier nicht sein. Ach du Scheiße. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt hier das Licht wegmache, sehe ich einen Tisch. So, weil das Licht hier. Da ist zu. So. Habe ich schon mal gesagt, dass ich hier nicht sein will? Bestie. Ah, jetzt haben sie die Bestie frei. Ich möchte nicht wissen, wie viele Bestien noch freigelassen werden können. Wo bin ich jetzt hier? Maschinenpistole? Keines. Kein. So, unten, weil es nehmen wir auch noch nebenbei. Kommt endlich durch die Tür. Kommt, das nehmen wir mal schnell. Testergebnisse. Archivdatei Projekt Origin. Name der Probandin Emma Weed. Alter der Probandin 5 Jahre. Wie? Die ist jetzt erst 5? Okay. Phase 2 des Tests. Bewertung. Die Testergebnisse der Probanden sind dramatisch abgesackt. Es handelt sich möglicherweise um den Versuch der Probanden, ihre Fähigkeiten zu verbergen. Anhang A-2 enthält die vollständigen Testergebnisse. Phase 3. Bewertung. Während der Testsitzungen sind merkwürdige Erscheinungen aufgetreten. Personen, die sich im gleichen Raum aufhielten, melden heftige Kopfschmerzen. Sie scheinen zudem telekinetische Fähigkeiten zu zeigen. Ach, sie scheint. Also Alma. Vollständige Testergebnisse im Anhang B2. Ja, die will ich haben. Später. Aber nicht jetzt. Jetzt will ich töten. Süß, ne, die Kleider? Ach du Scheiße. Komm. So, einmal Medikit. Kommt da noch jemand? Boah, die kommt wohl wirklich überall. So, irgendwo kommt da noch ein. Wie ich dann? Ich hab's doch gesehen. Komm. Ja, komm. Scheiße, scheiße, scheiße. Da hinten geht's lang. War der Raum hier, wo ich gerade nicht reinschauen konnte. Ah, interessant. Hier ist aber nichts sonst weiter Interessantes. Außer das hier schon. Dass hier massenhaft ausgeflogen sind. So, jetzt gehe ich hier runter und dann hole ich ab. Weg hier, weg, 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 rein, durch.